Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin der René und heute beschäftigen wir uns mit der wohl beliebtesten Gottesanbeterin in der Terroristik. Alle Infos zu Herodula Membranacea gibt's nach dem Intro. Los geht's! Die indische Riesengottesanbeterin ist eine der größten Gottesanbeterinnen in der Terroristik. Die Weibchen werden bis 10 cm, die Männchen werden deutlich schlanker und nur 9 cm. Die Tiere sind saftgrün gefärbt. Gelbgrüne, rotbraune und braune Tiere sind auch keine Seltenheit. Bei guter Pflege ist die Lebenserwartung bei Weibchen gut 2 Jahre, Männchen leben deutlich kürzer, so 1,5 Jahre. Da Herodula Membranacea aus tropischen Wäldern kommt, sollten wir ihr Terrarium ein möglichst naturnahes Klima verschaffen. Die Tagestemperatur sollte zwischen 22 und 30 Grad betragen. Eine Durchschnittstemperatur von 25 Grad ist perfekt für die Tiere. Die Nachttemperatur kann auf Zimmertemperatur absinken. Sollte die Temperatur mal unter 20 Grad fallen, ist das für die Tiere kein Problem, sollte aber nicht die Regel werden. Die Luftfeuchtigkeit sollte am Tag zwischen 40 und 50% betragen. In der Nacht kann die Temperatur gut 10 bis 20% steigen. Generell ist Herodula Membranacea ein sehr gutes Tier für Einsteiger in die Mantidenhaltung. Für eine Herodula Membranacea ist ein Terrarium nicht zwingend notwendig. Oft wird diese Art auch frei auf eine Zimmerpflanze gehalten. Wenn man das Tier nicht hinter Glas halten will, sollte man darauf achten, dass man sich ein Weibchen anschafft. Denn die weiblichen Vertreter dieser Art sind schon im frühen Stadium sehr standorttreu. Zudem sollte man darauf achten, dass man die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit immer einhält. Mit einem Spot, der die Hälfte der Pflanze anstrahlt, erreicht man schon gute Ergebnisse. So kann sich das Tier einen warmen oder einen kalten Spot aussuchen. Tägliches Sprühen ist zudem unerzwinglich, am besten morgens und abends. Sollte man sich aber doch für ein Terrarium entscheiden, gibt es ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Das Terrarium sollte natürlich groß genug sein. Für ein ausgewachsenes Weibchen empfehlen wir ein 30 cm breites, 30 cm tiefes und 40 cm hohes Terrarium. Damit könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Zudem werden auch gerne Brablasdosen benutzt und umgebaut. Zudem sollte das Terrarium mindestens 2 Lüftungsflächen besitzen. Im besten Fall eine Lüftungsfläche vorne und eine hinten oder oben. So kann eine gute Luftzirkulation stattfinden und es entsteht keine Staunässe. Als Bodengrund kann Erde, Sand, Kies, Kokoshumus oder auch Küchenpapier genutzt werden. Wichtig sind Kletteräste, die quer durchs Terrarium ragen sollten. Aber auch von unten nach oben sollten die Äste gerichtet werden, damit die Tiere auch dorthin klettern können. Die Äste sollten 1 bis 2 cm Durchmesser besitzen, damit die Gottesanbeterin gut daran klettern kann. Wichtig ist aber, das Terrarium nicht zu voll zu stopfen. An jedem Ast sollte mindestens die doppelte Körperlänge Platz sein, damit die Tiere sich problemlos häuten können. Zudem können im Terrarium sowohl Kunstpflanzen als auch echte Pflanzen genutzt werden. Der Vorteil von echten Pflanzen ist allerdings, dass diese zum Klima des Terrariums beitragen. Sprich, die Feuchtigkeit wird länger beibehalten. Um die Geschlechter zu unterscheiden, gibt es mehrere Methoden. Um frühzeitig zu wissen, ob man es mit einem Männchen oder einem Weibchen zu tun hat, kann man die unteren Segmente des Abdomens zählen. Die Männchen haben 8 Segmente, wobei die Weibchen nur 6 Segmente besitzen.
Die Anzahl der Segmente kann man ungefähr ab der vierten Häutung mit bloßem Auge erkennen. Erst ab der Adulthäutung gibt es eine weitere Möglichkeit. Dazu schauen wir uns die Flügel der Tiere an. Die Flügel der Männchen überragen das komplette Abdomen. Die Flügel der Weibchen sind genauso lang wie das Abdomen selbst. Zudem sind ab der Adulthäutung die Männchen generell zierlicher als die Weibchen. Sobald die Tiere die Adulthäutung erfolgreich abgeschlossen haben, vergeht noch einige Zeit, bis die Tiere paarungsbereit sind. Die Weibchen sind nach 4 Wochen paarungsbereit, die Männchen schon nach 2 bis 3 Wochen. Ob die Tiere schon geschlechtsreif sind, kann man normalerweise auch sehr gut erkennen. Die Weibchen spreizen ihr Abdomen in den frühen Morgen- und Abendstunden weit von den Flügeln ab. Die Männchen fliegen meist hektisch umher oder flattern in der Zuchtbox mit den Flügeln. Solange das Männchen erfolgreich aus Weibchen gesprungen ist, dauert die Kopulation ungefähr 8 bis 12 Stunden. Nach erfolgreicher Verpaarung legt das Weibchen in 4 Wochenabständen 4 bis 5 Otheken. Die Inkubationszeit der Otheken beträgt zwischen 5 bis 6 Wochen bei 25 bis 30 Grad. Die Luftfeuchtigkeit sollte konstant bei 50% gehalten werden. Nach dieser Zeit können dann zwischen 150 und 350 Nymphen schlüpfen. Wir sind bei der Mantidenzucht von Fliegen am meisten überzeugt, da sie günstig sind, man schnell Nachschub bekommt und das Handling sehr einfach ist. Unsere Futterempfehlung für Hirudula membranacea ist ab L1 kleine und große Fruchtfliegen, ab L3 und L4 große Fruchtfliegen, ab L5 Goldfliegen und ab L6 Schmeißfliegen. Aber auch andere Krabbeltiere wie Schaben und Heuschrecken können verfüttert werden. Futtertiere wie zum Beispiel Heimchen sind eher schlecht für die Tiere, da sie oft Krankheiten übertragen können. Generell ist zu sagen, dass Hirudula membranacea Futtertiere erbeuten kann, die genauso groß sind wie das Tier selbst. Hirudula membranacea ist eine schöne große Gottesanbeterin, die man auch mit wenigen Vorkenntnissen gut pflegen kann. Ich hoffe, ich konnte euch diese tollen Tiere mit diesem Haltungsbericht ein kleines bisschen näher bringen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ihr auch eine Hirudula membranacea habt, könnt ihr eure Erfahrungen gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann!